Wir sind hier jetzt am Kulturufer. Genau. Einmal der Marco und ich. Und hinter der Kamera. Ja. Richtig geil. Und hier schon das erste Programm. Darf ich präsentieren die Einradfrau mit der Fackel. Mit den Fackeln. Die fackelt nicht lang rum. So are you happy now? Things just got so crazy from a simple maybe. It was a long way down. I just feel so heavy without you. Everything we were was just so pretty. Okay, das ist unser Testlauf für die Gamescom. Also, den hier Testlauf für die Gamescom. Ich bin eh die outgesourcete Nebenabteilung. So ein bisschen. Unser Subunternehmer. Now, walking through the cold streets where you used to hold me. You know it's been a while ever since I saw you. Oh baby. Ich war hier ja schon lange nicht mehr, aber ich kann mich noch an den Zauberer erinnern, das ist nämlich Stammzauberer, der ist nämlich immer hier am selben Ort, das weiß ich. Das kam jetzt plötzlich so, wumm, Lichtgeschwindigkeit. War schon vor 5 Jahren so. Wir müssen Geld verlangen, weil wir Film und Werbung machen. So sieht's aus. Nein, natürlich nicht. Für was machen wir locker? Danke. Lass weitergehen. Thank you.
Vorstellen, der neue Bootspiegel für Schnellboote ab 70 km/h aufwärts. Ja, genau hier. Da bin ich ja instant drüber. Willst du mal einmal kurz rüber rennen und dich auf die andere Seite stellen? Ja. Dann renn. Los, vorwärts. Du könntest allerdings auch rüber schwimmen und auf die andere Seite klettern. Nein. So Tomb Raider-mäßig, real life. Ja, real life. Dann erwarte ich aber auch von dir, dass die nächste Woche, wo ich krank im Bett liege, du mir jeden Tag Tee und Kekse vorbeibringst. Das ist kein Problem, machen wir. Nee, das bleiben wir schon hier stehen. Nee, ich werfe dir noch ein bisschen Geld in die Hand. Gut, also. Hallo, andersrum filmen. Also erstmal. Mein Gott. Bloß, dass ich filme, dass du dann auch. Dass ich spendabel bin, ne? Und das nicht von meinem Geld. Aber es hat aufgehört zu spielen. Wir müssen da hoch und ein Eis essen eigentlich. Wir wollen uns doch noch einen Eisbecher zischen, aber guck mal, ich glaube, da oben kriegen wir keinen Platz. Das spielt nicht. Dann gibt's auch nichts. Dann werf was ein, dann spielt er weiter. Das glaube ich nicht. Das ist wie bei einer Shootbox. Das glaube ich schon. Und ich glaube nämlich, die Leute sind auch alle von derselben Gesellschaft. Das hier weiß ich nicht. Ja, dann geh mal hin. Ich weiß nicht, was rein. Gut, spielt er weiter. Eiskalt. So viel ich weiß nicht. Okay, ich glaube, das Jukebox-Prinzip, das stimmt. Nicht ganz. Das glaube ich auch nicht. Okay. Gut, wir filmen mal das Panorama und die Fähre, die da hinten gerade abfährt. Antragstellung geht 2 Wochen, also bitte gedulden Sie sich. Machen wir weiter. Das Marktschild 4K sieht gut aus. Wow, super. Wow. Können wir aber wieder eine Werbeanfrage für Friedrichshafen? Sollen wir euer Markt bewerben mit 4K? Als ob wir die einzigsten Leute mit einer 4K-Kamera sind. Ja, 4K ist eigentlich echt der neue Standard. Also obwohl, nee, Nikon und Canon haben es noch nicht so ganz verstanden, aber... Bedenke Fernsehen. Fernsehen ist bis heute ein Bestpen Salzkeller-Allee. So, weißt du noch zum Vitalkeller, was da war aus letztem Mal? Ja. Da gehen wir nie rein. Nein, da haben wir gar nichts gekriegt. Da haben wir gar nichts gekriegt. Warum nicht? Da wurden wir rausgeschickt. Ich bitte euch bitte. Bitte sehr. Weil die zugemacht haben. Wir wollten keine Kundschaft mehr. Wir hätten 100 Euro ausgegeben. Richtig. Und zwar pro Person. Aber... Jetzt können wir wieder in die andere Richtung was zu essen finden. So. Weg da! So, jetzt... Essen. Oh. Ich hab Hunger. Das ist... Wo? Wir können auch... Da war doch eine Pizzeria vorhin bei dem einen Spiel. Ja. Genau. Die Pizza für 9,80 Euro. Das war die... Nein, da war die. Damals dachte ich... Also gegenüber vom Zeppelinhaus. Ja, da war günstig. Genau. Da können wir hingehen und da jetzt was essen. Dann laufen wir nochmal zurück. Wir sind da zurück vom Essen. Fazit? Genau. Passt.
Hat gut geschmeckt. Ich fand es auf jeden Fall gut. Ja, na, ich fand es so mittelmäßig. Die Cola war, da war keine Kohlensäure drin, fast keine. Und die Pizza war jetzt nicht so ganz mein Fall. Die Käsesorte, wo da drauf waren, aber an sich ganz in Ordnung. Ja. Also ich kann an nichts meckern auf jeden Fall. Ja, ich aber es fand's ganz gut. Kommt drauf an, das ist auch Geschmackssache. Auf manche jeden mögen Fall. So, manche mögen es anders. Genau, aber es war jetzt nicht so, dass wir sagen, komm, nimm wieder mit, das geht gar nicht. War ganz nee, war in Ordnung. Gut. War sein Geld. Genau. Wollen wir weiter? Ja, oder? Wir gehen ich jetzt zum auch Bahnhof. Nicht extrem teuer eigentlich, muss ich sagen. Nö, das war ganz nö, normal, nö. Aber da zahlst du ja gleich 2 Euro mehr. Das finde ich dann doch teuer. 8,90 aufwärts für eine Pizza. Also, ja. So, gibst du 2 Euro mehr aus als Trinkgeld. Ja. Also wir haben hier jetzt. Wir haben jetzt 21.56 Uhr und hier sieht es wieder ziemlich leer aus. Wenn wir hier jetzt irgendwo noch ein Eis möchten oder sowas, dann ja, werden wir nicht mehr bedient. So viel steht fest. Das ist alles. Ja. Ja, okay, wenn man direkt reinguckt, ist heftiger. Aber. Danke. Nee, das ist ja jetzt nicht auf die Weite quasi, sondern das ist eher auf die Breite und da macht das schon einiges. Ja. Der hätte gerne aber Flug ist das jetzt auch volle Pulle mit dem orangenen Backblade? Ja. Ja, okay, cool. Dann machen wir am Zurück. Nee, den Wechsel, den machen wir ein anderes Mal. Um zum Vergleichen, was der Unterschied zwischen durchsichtig ist. Es ist auf jeden Fall bräuner, als es ist. Bräuner? Cool. Das ist so der Vorteil. Warte, ich muss aber dich mal gucken. Alter, guck mal die ganze Viecher an. Das ist ja Wahnsinn. Ich werde von Mücken aufgefressen. Das sind keine Mücken, die sind eher mit so Falter. Ich drehe mal ein bisschen runter, ist ein bisschen angenehmer. Ja. Gemütlicher so stelle ich mir coole Reaktionen vor. Hello YouTuber, du so hi, so muss das sein. Ja. Und nicht ja umdrehen und weitergehen, das geht gar nicht. I wanted to dance until my feet can feel the ground. Ja, gut. In den Lichtern. So, jetzt fehlen nur noch die Mixandes. Nö, wir sind da in 10 Minuten sind wir da durchaus entlang gelaufen. Aber wir dürfen es trotzdem eigentlich nicht mehr wirklich. Ja, weil du genau, wir haben noch 27 Minuten Zeit. Das wird gehen. Okay, dann gehen wir wieder back to the backpack. I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. Or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. Under the stars. Das ist auch nicht so ganz ohne Gruppentreff. Hat was. Die wissen wenigstens, von was sie sprechen. Ich wollte gerade schwätzen sagen. Wir fahren jetzt nach Hause. So, müssen wir da jetzt links hoch oder da schon? Links, ne? Keine Ahnung mehr, aber ich glaube, ein Stück hoch. Ah ja, da vorne haben wir gestartet, alles klar. Das finde ich nicht in der Umlage. Ja,
ATX-Musik. Gruselig. Cooler Film. Gehen wir erstmal da hin. Also zur Straße. Ich weiß zwar, wo wir sind, aber wo von hier aus bestimmt sein hat. Da vorne muss es sein. Da ist das Zelt. Da ist der Kirchturm. Genau. Wie gesagt, ich besitze keine Orientierung. Wobei jetzt hier mehr oder weniger meine alte Heimat ist. Da ist der Übergang. Warum ist in dem Fall schon Weile her? Dieser Mann ist übrigens sehr verfressen. Er möchte schon wieder was haben. Bleibt da mir im Gesicht stehen. Was? Nix, was? Nix, gar nichts bei dir. Das will ich hoffen. Das hätte gerade aber einen Auflauffehler gegeben. Allerdings, aber fahren die nicht rechts normalerweise? Nicht, wenn da der Fahrrad weg ist. Siehst du diesen Streifen dann, auf dem Boden? Dann ist aber vorhin. Ja, aber wo ist Fuß, wo ist Rad? Abgesehen davon, dass das nicht mehr so ist. Bis ein Fahrrad kommt. Und das ist jetzt auch niemand. Ja, genau. Wenigstens, wenn ihr mit dem Motorrad mit 125 km/h durchfährt. Wie ein GTA. Dann vielleicht. Das ist jetzt jemand. Dann bist du auch sehr schnell weg. Jo. Nee, Gott sei Dank gibt es ja einen Zebrastreifen, sonst hätten wir ein Problem. Ja, wir schubsen die vor, die halt drinnen. Super, danke schön. Das ist sehr aufmerksam. Sogar die Automaten sind ausverkauft. So sieht's aus, aber. Lass mal bis zum Ende gehen. Mein nächstes Handel. Das ist eventuell kühl und ruhig. Mein nächstes Handel. Die können ja an so einem Tag nur zu haben. Die sind aber nicht mehr ganz sauber. Ja gut, nach 20 Uhr. Hallo? McDonalds hat die Uhr morgens auf, durchschnittlich. Ich beleuchte euch mal ein bisschen. Ja. Und über was quatschen wir? Über die Zukunft. Ja, die Zukunft sieht schwarz aus. Es gibt keine McSundays mehr. Wow. Das war mein Statement. Den Rest Vielen der Welt Dank. Interessiert das so das wahnsinnig. Aber für direkt. Du armer Kerle. Ja. Wir mitleiden alle diesen Mann, der nach seiner fetten Pizza immer noch 4 Eis haben wollte. Es ist so traurig. Und übrigens der Einzige, der sein Eis zischt. Andere Menschen zischen ihr Bier. Natürlich ihr alkoholfreies, weil YouTube. Aber er zischt sein Eis. Ob das alkoholfrei ist, ist fragwürdig, aber ja. Who knows. Ja. Ja. Mein Tag ist hinüber. Also ich könnte jetzt quasi rüberlaufen, es würde keinen jucken. Mein Leben ohne McSunday ist nichts. Und dafür will ich jetzt 10.000 Euro McDonalds. Und dafür, dass ihr zu habt, will ich 30.000 aufwärts plus haben. Also 40.000. 30.000 auf Feigen. Die kann er von mir gratis kriegen. Auf Feigen stehe ich nicht. Ist mir zu gesund. Besonders Bam. Getrocknete. Die gehen gar nicht. Habt ihr doch gestern genug mit dem Handtuch gehauen. Oh. Mit meiner Hose hast du mich geschlagen, du. Stimmt. Das ist Wahnsinn. Der Arme. Und der zündelt mit dem Licht rum. Ich glaube, wir kriegen Besuch. Mach die Festtagsbeleuchtung an. Turn down for what? Geht nicht. Wow. Kaputt? Nee, aber... Akku leer. Das war's jetzt. Inwieweit das war's jetzt? Ja, vor Verabschiedung. Bis der Bus kommt. Bis die Zukunft, meine ich natürlich. Also können wir noch lang warten. Mit dem Bus auf den Gleisen. Bis der Zug kommt, meine ich natürlich. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Vielleicht kommt noch mal was aus dem Zug. Es kommt vielleicht danach noch mal was. Wir wissen nicht. Von mir nichts mehr. Ich verschanze mich auf dem Klo, trinke Klowasser aus dem Wasserhahn natürlich und bemitleide mein Leben, dass es kein McSunday mehr gab. Okay. Ciao. Tschüss. Ein Problem weniger. Bis später oder wann anders. Oder gute Nacht. Wir danken fürs Zusehen und Warst. Sagen reingehauen. Scheiße. Ach Mann. Ja, ich hab Schluck auf. Ach Mann. Also ich weiß ja nicht, aber irgendwie, wenn ich Schluck auf hab, dann habe ich das vielleicht 2, 3, 4 Mal und dann kann ich den irgendwie unterdrücken, dass ich den nicht mehr hab. Der ist dann plötzlich weg. 2, 3, 4 Stunden.
Der geht irgendwann weg. Lange Nacht. Aber nicht so ohne weiteres. Oh, da sind wir schon. Nee, da sind wir noch nicht auf dem Weg zur Gamescom. Weiß eigentlich mittlerweile jemand von euch, wann Schlossfest ist? Nee. Das ist kurz vor der Gamescom. Also nachdem ich quasi heimkomme, kann ich direkt am Sonntag noch aufs Schlossfest. Dann bin ich am Montag am Arsch und Dienstag kann ich direkt los zur Gamescom. Wird lustig. Weil, also das Festival ist schon mal guaranteed. Ich beneide euch nicht. Ich zisch mir ein Trinken und kein Essen. Dann komm doch mit zu mir. Da kriegt ihr beide noch was. McSunday? Nein, eine Cola. Eine Pepsi-Cola. Nee, na Cola nicht. Wasser genügt schon, weil sonst kann ich nicht schlafen. Ernsthaft? Ja, Kohlensäure vor allem. Hallo? Koffein ist nicht gut für die Nacht. Und ich trinke auch mal eine Cola zum Einschlafen. Sagen wir so. Ich möchte heute Nacht mal durchschlafen. Ich mag Energy Drinks überhaupt nicht, aber ich kann dir da eine Palette von trinken. Ich merke da gar nichts mehr. Abgehärtet. Ich merke auch nichts mehr. Du eh nicht mehr. Mein Schrank sieht schon krass aus. Kauft sich lauter Pullen Rockstar. Null Problemo. Nee, ich mag Energy Drinks eigentlich nicht, aber davon merke ich nichts mehr. Nö, das tut nichts mehr. Da kann ich immer noch genauso gut einschlafen. So, und was habe ich dir gesagt? Die Jacke ziehst du heute nicht an. Ja, aber wenn was gekommen wäre, wenn es kalt gewesen wäre, dann hätte ich eine dabei gehabt. Klar, ist auch von 26 Grad plötzlich auf 12 runter klatscht. 12 wäre mir echt recht, weil dann könnte ich endlich wieder Pullover anziehen. Super. Ich muss sagen, ich mag kurze T-Shirts nicht. Warum? Deswegen renne ich auch immer mit Hemden. Ich hasse Hemden. Mich wirst du nie mit einem Hemd ziehen. Und ich hasse Pullis, ich hasse alles Langärmige. So können sich Leute unterscheiden. Hemd? Hast du nicht auf deiner Abschlussfeier ein Hemd? Ja, das ist das Sommer, ich hab absolute Maximal. Lange Hose. Ich besitze nicht eine kurze Hose, ehrlich gesagt. Nicht? Nein. Nicht mal eine lange Hose mit Reißverschluss, wo du zu einer kurzen umwandeln kannst. Also meine Flecktarn, die haben einen Reißverschluss unten, aber das bringt nichts, die sind eh viel zu groß. Nee, ich habe keine kurzen Hosen. Was sagst du dazu? Ich bin fertig. Ich schwitze wie ein Hund. Ich bin dann auch langsam fertig. Fertig mit der Welt. Ich glaube, ich habe keine Unterhose mehr an, sondern eher mehr vom Sinn und Zweck eine Badehose. Ich filme mal die Tourdaten. Hm? Die Tourdaten. Was für Tourdaten? Von deinem T-Shirt. Ach so, von Michael Mittermeier. Ja. Die oben schon sehr weit lange zurückliegen. 2013. Hallo. Ich kenne dich, hat dich aber angelächelt, sagen wir hallo. Der ist nett, sagen wir hallo. Das ist auch schön. Ja, so muss er. Laufen wir mal hinterher, fragen, ob er ein Autogramm will. Oh wow. Genau, du rennst jemand hinterher und fragst, wollen sie ein Autogramm? Richtig, warum nicht? Ich kann nicht ein Autogramm haben, sondern wollen sie ein Autogramm? Ja. Das ist Werbung, getarnte Werbung. Du musst dir noch die Titelkarten drehen, oder? Nee. Ja, doch, hast du recht. Direkt so 10.000 Stück? Weil ich habe nämlich keine Lust, irgendwie irgendwo meine Unterschrift hinzusetzen, weil das eh scheiße ist und eh mega anstrengend. Ich glaube, 1.000 Visitenkarten für unter 10 Euro. Das ja. Ja, du stellst dir einfach mal 20.000 und dann ist es. Das reicht dafür 120 Jahre. Richtig. Nee, wahrscheinlich schon 150. Apropos wenig schlafen, wann machen wir eine neue Session? GTA, oder? Nein, Ghostreaken. Ja, Feli. Das ist komplett abhängig von Feli. Wann kommt denn der? Kommt der nach der Gamescom wieder runter? Ich hab keine Ahnung. Nee, der hat doch. Kommt, vor der Gamescom ist er bei ihr nochmal. Ich hab das und fährt dann von ihr direkt dahin, weil es nicht mehr so weit weg ist, oder danach? Ich weiß es gar nicht. Geht der jetzt doch zur Gamescom? Ja, natürlich geht der. Er hat jeden Tag eine Karte. Shit, wir müssen unser T-Shirt bestellen. Und zwar recht zügig, das Ding muss auch die nächsten 2 Tage raus. Ja, das dürft ihr gerne machen, das machen wir alle alleine. Ja, aber nur so für Info, dass wir da alle drei dann unsere T-Shirts haben. Ja. Ich bin nicht da, leider. Kannst du trotzdem ein T-Shirt bei unserem Shop bestellen? Genau, richtig. Oh, ja. Was ich übrigens total lachhaft finde, aber gut, sei das mal dahingestellt. Ich glaube. Daneben gestellt. Wow. Leucht mal ein bisschen auf dem Boden, ich sehe nichts. Ja. Leucht mal gerade aus. Ja, so okay. Ist gut. Vielleicht treffen wir wieder die
Also Leute, das war's für heute. Ja. Ich drehe mal das Licht runter. Ja, jetzt heißt es Tschüss. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in 2 Wochen in Köln. Nein, Jan, mich seht ihr nicht in Köln. Ciao. Tschüss. Ich glaube, ich wohne hier. Ich glaube, ich wohne hier. Wie heißt die Straße? Ich meine, nee. Hausnummer ist 25, oder? Nee. Also, das war's. Ciao. Da kommt ihr noch.